Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Resurrection. Ich bin's, der Black, und ich brauche einen Eloy. Eloy. Da, den da. Eloy Furnace. Den brauchen wir aus Ziegelsteinen. Toll, da habe ich noch so viele Ziegelsteine. Muss ich mal kurz gucken. Ja, da sind ein paar. Ich glaube, da kommen wir sogar hin. Bevor wir die verbauen. Okay. Und wie viele brauchte ich denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gehen wir gleich mal in den hier rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5, 6, 7, 8. Okay. Weil wir brauchen Red Alloy Wire. Und für Red Alloy Wire hatte ich gehofft, dass der andere Alloy Furnace funktioniert. Tut er leider nicht. Entsprechend das Teil hierher. Das Zeug raus. Alloy Furnace das rein. Das rein. Und was wir noch gebrauchen könnten, wäre vielleicht ein bisschen Kohle. Müssten wir doch Lignit-Kohle noch endlich genug haben. Kohle, Kohle, Kohle. Nehmen wir die Lignit-Kohle, genau. So. Da rein. Viel Spaß dabei. So, und hier arbeitet er auch. Wunderbar. Da kriegen wir das Red Alloy Wire raus. Sehr schön. Daraus können wir dann diese Red Alloy Plates machen. Und daraus wiederum... warte mal, was brauchte ich eigentlich? Nochmal zurück. Steam. Steam Turbine wollte ich nämlich bauen. Und ich brauchte nämlich für diese NAND-Chips eine veredelte Eisen-Item-Hülle. Das müsste, glaube ich, auch mit Stahl gehen. Und ich brauchte Red Alloy Wire. Das heißt, eine Alloy Plate. Ja, kriegen wir, denke ich, hin. Gucken wir mal, haben wir schon? Ja, wir haben genug. Die können wir nämlich hier wieder in den Forge-Hammer klatschen. Zip. Die Platten hier schon mal wieder rein. Der Forge-Hammer macht mir hoffentlich vernünftige Red Alloy Platten. Hier haben wir Stahl. Ich glaube, eine Steel Plate brauchte ich ja auch. Machen wir gleich mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ein paar Steel Plates, mehr Schaden nie. Das dauert aber lang. Meine Güte. Liegt das jetzt am... Dürfte eigentlich nicht an der... Oh, braucht er lang. Nicht, dass das mit dem Red Alloy Wire nicht funktioniert. Wäre ja ärgerlich. Ich meine, wäre nicht das erste Mal, dass sowas nicht funktioniert, aber... Das soll ja nicht sein. So, hier nimmt auf jeden Fall auch. Oh, okay, geplinkert hat es schon mal. Na, das ist ja schon mal was wert. Tatsächlich, hat eine Red Alloy Wire hergestellt. Diese zerschnipseln wir direkt mal. Schnipsel. Toll, wir kriegen nur genau eins raus. Na, das ist ja... Ja, wie finde ich das denn? Das ist ja... Scheiße. So, wir gehen noch kurz schlafen. Gut. Ich brauche... Jetzt muss ich jetzt mal kurz nachgucken. Von diesen Red Alloy Wire. Halt. Nee, war schon richtig. So, schwarz nicht. Das andere bitte. Dankeschön. Ich brauche zwei Nano-Chips. Also ich brauche vier Red Alloy Wire. Das heißt, ich brauche noch mehr Red Alloy. Toll. Hip. Geh mal da oben hin. Zack. Ne, du nicht. Du. So, haben wir also noch einen Red Alloy Wire, was wir zerschnüppeln können. Zick. Sind zwei. Daraus kann ich schon mal wieder was herstellen. Die Steel Plate machen wir, denke ich, einfach mal so hier. Komm. Ah, kann ich auch hier. Ah, ne, geht nicht. Geht nicht. Na, sowas. Oh, den Hammer habe ich auch noch nicht gescannt, sehe ich gerade. Nochmal da sowas. Oh, okay. Und dabei fällt mir gerade ein, wenn ich schon den Hammer nicht gescannt habe, wusste ich es doch. Kann nichts gelernt werden, nur sowas. Wrench. Wrench haben wir. Eisenbekappter Holzstab. Ah. Okay. Wenn wir schon mal was machen, dann machen wir es vernünftig. Passt ja. So, also so und so. Steel Hammer. Stahlplatte. Und ich glaube, mich zu erinnern. Nein. Wie bekam man dann... Nee. Elektrischer Schaltkreis. Okay, hier haben wir eine Stahlplatte und ich brauche so ein Nendgate. Veredelte Eisenhümmel. Stahl... Ach so. Ist ja bescheuert. Oh, okay, warum nicht? Zwei Stück brauche ich. Okay, und dann brauche ich noch Zinnkabel, soweit ich mich erinnere. Zinn, Zinn, Zinn. Da haben wir... War das Zinn? Bevor ich jetzt irgendwie verkehrt jetzt baue. Na komm. Gut. Dankeschön. Und zwar hier drin. Tin.
Okay. Also brauche ich, Tinplate habe ich noch gerne, ne? Nö. Tinplates haben wir nicht. Gehen wir wieder hier hin. Beenden mal kurz die Aufnahme, weil das Spiel abgestürzt ist. Und sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Ja, da bin ich wieder. Und übrigens, ich habe hier außersehen beim Anmachen quasi die Chunks mit aktiviert. Also nicht wundern, wenn jetzt ein paar rote Striche in der Landschaft sind für die Folge. Für den Rest der Folge muss es gehen. Ich habe ja eh nicht vor, gerade groß draußen rumzurennen. Was wollte ich denn groß machen? Ich wollte erst einmal das Tin nehmen. 1, 2, 3, 4. So, dieses Tin wollte ich mal durchhämmern. So, okay. Und dann wollte ich es eigentlich zerschnippeln. Genau. Tin-Kabel, gehen die denn auch? Ach so rum, Tin-Wire. Alles, ach so, egal wie rum du das setzt. Okay, verstehe. Ich brauche nämlich die Tin-Wire. Denn wir müssen hier rein. Nein. Nicht da rein. Wir müssen schon wieder der Verkehrte. Ich brauche doch den anderen. Den elektronischen Schaltkreis hier. Und zwar brauchen wir Tinwire, genau. Okay. 1, 2. Hätten wir. Die Redstone-Kabel, diese beiden brauche ich noch. Und ich brauche noch zwei andere Redstone-Kabel in der Hoffnung, dass hier hinten jetzt ein paar Plates hergestellt wurden. Eine. Na, das hat sich ja gelohnt. Ah, toll. 1, 2. Mal wieder hier. Kein Strom da oder was. Kein Saft. Immer dasselbe. So, okay, dann machen wir das halt eben selber. Habe ich jetzt auch kein Problem mit. Hammer, bim. Nee. Nee. Ja, okay, einmal. Halt, zweimal brauchen wir. Zweimal. Wunderbar. Das dahin, das dahin, dahin, dorthin. Und da hätten wir schon mal diese zwei Nennteile. Die hier hätten wir, die zwei Nennteile für die Turbine. Wir brauchen noch die Maschinenhülle. Fangen wir mal mit der an. Stahlplatten. Tatsächlich alle Stahlplatten? Veredelte Eisstahlplatten. Oh Mann. Wie viele Stahl habe ich denn noch in der Kranke? 3. Okay, ich glaube, ich habe ein Problem. Weil, ich habe Plastik-Sheets. Ja, die brauche ich nicht. Ich brauche Stahlplatten. Verdammt, ich hab nicht so viel Stahl. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass ich so viel brauche. Es könnte sein, dass ich draußen noch welchen habe. Deswegen werden wir da auch eiskalt gleich mal rausgehen. Und nachgucken. Die scheiß Plastik-Sheets, die irritieren. Hier sind noch 2 Stahlplatten. Ich brauche aber eine komplette Runde rum. Das sind 2. Hier sind keine. Da sind ebenfalls keine. Also gehen wir mal nach draußen. Ich nehme gleich mal hier. Nee, nicht hier. Auch nicht hier. Was wollte ich denn mitnehmen? Ich wollte erstmal ein Stück Kohle mitnehmen, genau. Und ein Stück, oder ein Stack Eisen. Und da haben wir noch auch noch einen Haufen Stahl. Ich hole mal ein bisschen Stahl aber erstmal rein. So, Stahl. Gar keiner drin, nanu. So, Eisenbarren. Kohle auch nicht. Aber immerhin haben wir Koks, das ist ja schon mal was wert. So. Können wir neues Koks herstellen. Das Koks kommt hier rein. Und Tür wieder zu. Wunderbar. Dann hole ich mir hier raus, welche hierin sind. Diese Eisenplatten, die machen wir jetzt zu Stahlplatten. Hier haben sie jetzt kalt. Zack, zack. So, so. Werden einfach alle durchgewurstet. So, bitteschön. Und daraus jetzt einen solchen. Das war, glaube ich, verkehrt. Es sei denn, LV-Maschinen, doch, nee. Die Wrench musste ich nehmen. Okay, jetzt habe ich eine Steelhalle gebaut, die ich nicht gebraucht hätte. Toll. Verdammt, verdammt, verdammt. Das ist aber auch, man nimmt das verkehrte Werkzeug und hat schon hier, guck mal, 2 unterschiedliche Sachen. Toll, ich freue mich. Na gut, die Steelhalle können wir noch für andere Steel-Maschinen brauchen. Ist jetzt nicht verschwendet. Jetzt hätten wir einen Tin-Rot. Willst du mich verarschen, was soll das denn hier? Eine Feile brauchen wir, Screwdriver. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon hatte. Tin Screw. Schrauben. Feile und Tin Bolt. Bolt, eine Tin Rod. Und eine Tin Rod kriege ich wie? Ja, war ja klar. Also ich brauche noch einen Haufen Tin. Ich glaube, ich spinne. Ich brauche noch einen Haufen Tin. So, das nehmen wir mal mit. Ich brauche erstmal 4 Schrauben, soweit ich mich hier jetzt erinnere. Das heißt, jetzt mal 4 Rods. 1, 2, 3, 4. 5, 6, komm. Das soll da bereits
Das wird wahrscheinlich eh nicht die einzige Turbine sein, die ich baue. Pfeile nehmen wir mit. Hier rein. 1, 2, 3, 4. Ach komm, alle weg. Alle. 7. Hat er da unten schon wieder angefangen. Okay. Daraus benötigte ich. Der hier. Genau. So. Nochmal Pfeile und die. Also brauche ich dann doch 4. 8. Machen wir mal 8 hier. Komm. 8. Das müsste jetzt vielleicht reichen. Vielleicht auch nicht. Ne, war da richtig, oder? So, hopp. Schraube. Pfeile. Tin Bolt. Ach, nur erstmal die Bolts rausmachen. So hier, glaube ich, ne? Nö. Verdammt. Ach, mit der Säge. Alles klar. Fehler von mir. Fehler von mir. Säge. Säge. Wo habe ich die denn? Habe ich überhaupt noch eine? Wir haben einen Meißel. Ich glaube, wir haben keine Säge. Ah ja, stimmt, die ist ja kaputt gegangen. Na, dann machen wir uns noch eine Säge. Die werden es wahrscheinlich nicht sein. Eine Saw brauchen wir. So. Da. Das Teil bekommen wir wie? Halt. Zwei Platten, okay. Geht das auch mit den Smaragden? Haben wir da noch welche drin? Die hier haben wir. Ich guck mal, ob die Saphire dafür gehen. Einfach mal gucken. So. Hammer und Pfeile. Und die zwei Saphire so. Das Teil raus. Pfeile. Hohead. Nein, das geht nicht. Also brauchen wir zwei Platten. Stahlsäge kommt. Ist egal. Haben ja haufenweise Stahl schon verschwindet. Stahl ist eh bisschen haltbarer. Habe ich mal gehofft. Natürlich, logischerweise ein Stückchen. Nein. Gleich haben wir ein Stückchen. Okay. So. Eine Säge. Sehr schön. So, was wollte ich jetzt machen? Zurück wieder auf die Steam. Ich will wenigstens das eine Teil hier noch fertig kriegen, ehrlich. Das dauert ja ewig, hier das Zeug zu craften. Meine Fresse. So, alles durch. 16 Stück. Daraus bekommen wir so und so. Pfeile war es, glaube ich, ne? Jawohl. Bekommen wir 8 Schräubchen. Das ist okay. Dann brauchen wir noch Tin Plates. 8 Stück. 1, 2. Oder sind das Plastik? Ne, das sind Plastik Sheets. Hammer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das sind erstmal diese Tin Plates. So, dann gucken wir mal weiter. Wir brauchen jetzt vielleicht doch mal drinnen hier. Wir brauchen noch so einen Tin Ring. Also wieder so eine Rod zum Ringen machen. Okay. Das heißt, erstmal so. Plupp. So raus. Wo ist denn die... Was du hier alles brauchst, ist nicht mehr feierlich. Nee, Tin Wire auch nicht. Tin Kabel, nee. Kabel. Also egal, wo ich rein tue, sind Kabel, außer bei dem Ding. Okay, das ist verständlich. Das verstehe ich natürlich absolut. Ach nee, Quatsch, Tin Rod war noch... Warte mal, müssen wir mal gucken. War das so hier? Ja, Tin Rod. Okay. Du hämmerst dich hier tot. So. Dann haben wir so einen Zinnring. Und den ich natürlich zwei brauche, ich Blödmann. Also nochmal, feilen wir nochmal einmal. So ein Dings runter, okay. Das wieder raus. Das da rein, das dorthin, das dahin. Tin Rod 2. Nächste Motor, Pfeile, Screwdriver. Schraubendreher, haben wir dich. Kann sein, dass wir keinen Schraubenzieher haben. Also gehen wir da mal hin und gucken mal. Zwei Rods, Pfeile, Hammer, Stock. Also die Rods kriegen wir ja hin. Wäre ja Rods, wenn wir es nicht hinbekommen würden. Ich gehe mal hier rein.
Was haben wir denn noch für so für schönes Zeug hier? Manganese. Ich nehme einfach Eisen, weil ich nicht weiß, welches jetzt ein bisschen höherwertiger ist. Deswegen. So. Hopp. Dahin. Zwei Rods. Dip. Hep. Hammer. Andersrum wahrscheinlich. Screwdriver. Okay. Den haben wir auch. Und dann so. So. Zip. Was fehlt denn noch? Also die Tin-Dinger in der Mitte. Dann Tin-Plates. 1, 2, 3, 4. Ne? Richtig? Na komm, schalt um. Ne, die außen. Okay, Hammer, Schraubendreher und okay. Dip, 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 dip. Die Schrauben hier. Schraubendreher da. Hammer. Pfeile. Jawohl, 1, 2. Okay, die Tin-Rotoren haben wir auch. Meine Fresse. Okay, Tin-Kabel. Ein Tin-Wire mit einem Rubber-Sheet. Na, das kriegen wir hin. Tin-Wire. Brauchen wir erstmal eine Tin-Plate. Haben wir glücklicherweise noch. Wo ist jetzt wieder der Seitenschneider? Nein, so rum. Okay, ich hole mal schnell ein Rubber-Sheet. Und ich gehe mal schnell pennen. Schadet ja nicht. Hier im Dunkeln. So, hopp. Dass ich immer so weit nach oben falle. Wahrscheinlich dank dem Zombie-Brain. Heieieiei, ein Rubber. Da dahin. Da dahin. Wo die andersrum? Das ist ein Rubber Bar. Warte mal, also. Hä? Wie mache ich das schon wieder? Mold Plippen. Das ist ja wohl. So, okay. Gregtech, Gregtech, Gregtech. Du hast ganz schön was drauf. Das muss man dir wirklich lassen. Andersrum. Warum geht der nicht? Ist doch eine Mold, ne? Mold Plate und Rubber Bar. Alloy Smelter, Rubber Pulp. Ja, toll. Im Extruder würde es gehen. Okay. Rubber Pulp, das bedeutet natürlich. Da raus. Da rein, Manu. Dann machen wir halt drauf, Gummipulver draus. Manometer. Also, ich sag mal so, eine einzige Maschine. Wir craften hier seit, ich weiß nicht wie lang, an einer Maschine. Gregtech haut voll rein, muss man sagen. Aber wir brauchen auch eben diese blöde Maschine, weil wir dann noch eine noch blödere Maschine brauchen, ohne die wir nicht weiterkommen. Wo ist denn? Ach so, wenn dann hier unten. Nee, da nicht. Wo ist es denn? Hallo? Ich kann ja schon mal, nee, kann ich nicht, weil ich nicht genug Platz im Inventar habe. Ich kann ja schon mal hier die Maschinenblöcke mal raus tun. Das raus. Oh, Red Alloy, das kann erstmal drüben rein. Das kann hierher. Muss echt mal sortieren. So, die hätten eigentlich hochgekonnt. Aber okay. So, Red Alloy war ja hier rein. So, Rubber Pulp. Rubber Pulp kommt jetzt hier rein. Ich krieg die Krise, warum gehst du denn jetzt schon wieder nicht? So, Rubber Sheet. Tool Certifier, Unpacker, Alloys, 2. Natürlich 2. Das ist doch was, das ist ja ehrlich, ja. Hier, komm, rein. In der Zwischenzeit kann ich ja hier eins, Crush, Pyrit und das. Kann alles nochmal hier oben rein. Zip. In der Zwischenzeit kann das Zeug hier raus. Und wenigstens da oben rein. Dann schmilzt wenigstens mal wieder was hier. Ach, herrje. So. Bist jetzt durch? Ja, bist jetzt durch. Kommt nur nichts an. Hängst du hier drin fest oder? Ich hab doch hier extra. Bin doch nicht blöd. Wo ist das Wappen hin? 4, 5, 6, so. Komm mal her. So, nochmal. Darfst du auch nochmal rein hier, bitteschön. Ah, hier ist es. Keine Ahnung, warum das jetzt nicht da war. So, das jetzt wieder hier rein. Und jetzt kriegen wir endlich diesen Rubber Sheet. Na, endlich. Und die kann ich jetzt um das blöde Kabel wickeln. So, okay. Damit hätten wir das. Und jetzt die Elektromotoren, die nochmal 1000 Mal stellen. Ich glaube, das kriegen wir heute nicht fertig.
Das sind Iron Rods, okay. Magnetic Iron Rod, ich glaube, das kriege ich auch hin. Magnetic Iron. Jetzt muss ich das Zeug noch magnetisieren. Ich freue mir da so den Ast ab. Das ist ja nicht mehr feierlich. So, kann ich das Ding wenigstens scannen hier, damit sich das belohnt hat für mich? Jo, hat sich. Okay. Na, das ist ja schon mal was wert. Wir können schon mal hier reintun, was wir so alles zusammen haben. Nämlich das hier. Ach Quatsch, das haben wir noch gar nicht zusammen. Das kommt dahin, das kommt dahin. Stahlplatte in die Mitte. Hier die und da die. Dann haben wir wenigstens diesen Circuit. Ein elektronischer Schaltkreis, ein ganz normaler. Der halt aber mit den Dingern geht. Okay. Den hätten wir, den könnten wir jetzt in ein Integrated Circuit hauen. Will ich jetzt aber auch nicht. Ich will stattdessen den da oben hin tun. Und das da, das da. Und das kommt in die Mitte. Die Turbinen-Dinger da draußen ran. Das Kabel kommt da rein. Wir brauchen einige, ich habe ja auch, warte mal, ich habe doch hier gesehen, dass wir da nochmal solche Kabel brauchen. 1, 2. Also insgesamt nochmal 4, das heißt nochmal 8 Rubber, die sowieso durchgeschmolzen werden sind. Ich kann nochmal die Hälfte nehmen hier, komm. So, das da rein. Und wisst ihr was hier? Wir haben es doch. Zack, einfach so. Und weißt du was, gleich noch ein. Plastik können wir immer gebrauchen. Und da haben wir ja genug da. Ein paar tausend oder so. Rubber Pulp. Ja, okay, ist auch genug da. Flutsch. Wunderbar. Ich kann mal noch die Rods herstellen. Und dann, wie spät haben wir es denn? 21 Uhr. 20.30 Uhr. Und dann wird es wahrscheinlich... Ich müsste eigentlich noch eine Folge hinten ranhängen. Ich mache noch einfach, komm. Eine geht noch. Muss zwar noch was rendern, aber dann muss ich heute mal wirklich mal ein bisschen später ins Bett. Zählt nichts, die anderen haben rumgeeiert und jetzt eier ich. Okay, Leute, bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.